Rodrigo hält sich da raus, was das Wetter angeht. Rodrigo versucht den Leuten gut zuzureden und vor allen Dingen versucht er sozusagen das Vertrauen in die Führungsetage ein wenig zu stärken. Er ist ja sozusagen jetzt hier zwar jemand, der eher wie so ein Söldner rüberkommt, aber auch als kompetenter Seemann versucht sich zu engagieren und sich auch mehr als Seemann aktuell sozusagen sieht, auch wenn er immer von einem Kapitän sozusagen mitgenommen wird überall hin. Und versucht Bist sich hier du als offen zu erkennen als jemand, der auch das Geld gegeben hat, oder bist du wirklich jemand, der als Söldner dann, also du kannst es dir jetzt aussuchen, wie du dich Genau. ausgibst? Ich scheine sozusagen so eine Art zwischen Söldner und Seemann, so eine Art Seesöldner vielleicht mal gewesen zu sein oder so, wenn man jetzt hier vielleicht raten würde von den Ja. Handlungen und wie er sich so gibt. Gut. Er sagt schon mal den Befehle, Kapitän oder so etwas. Er scheint da sozusagen auch den Kapitän mit dem Respekt zu behandeln, wie man einen Kapitän auch zu behandeln hat, ohne auf irgendeine persönliche Ebene mit dem Kapitän jemals eingegangen zu sein, vor den Augen der anderen. Okay. Ja, Ephadaios, dir ist klar, dass jetzt demnächst ein Gewitter sich anbahnt. Und zwar ein natürliches. Also es ist kein magisches, es ist nicht unnatürlich, sondern ja, so wie sich die Wolken jetzt zuziehen, hier wird es gleich blitzen. Und dementsprechend ist es Zeit für das Santa Elida-Feuer. Das heißt, ihr dürft einfach mal ein W6 schmeißen, ob der Blitz einschlägt oder nicht. A3. Auf 1 bis 3 schlägt der Blitz ein. Möchtet ihr einen Chippy benutzen? Ach was, wir lieben Blitze. Das ist ein Richtig. Gunst, das ist die Zeichen Rondras Gunst. Rondras Gunst nur, wenn sie haben nicht das Schiff zerlegt. Ich möchte, aber ich kann nicht. Ich habe keinen Frosty, kannst du uns sagen, welchen Einfluss das auf das Schiff hätte? mehr. Dir ist das bekannt, also Santa Elida Feuer. Es wird auf alle Fälle blitzen. Es ist jetzt die Frage, trifft es euer Schiff oder schlägt es neben eurem Schiff ein? Blau glitzerndes Licht, wenn ihr getroffen werdet, dann ist das ein sehr ungünstiges Zeichen. Wenn ihr nicht getroffen werdet, ist das ein sehr gutes Zeichen und die Moral steigt. Wir brauchen die Wenn wir Moral. getroffen werden, kann es auch noch Fallen Feuer geben. Richtig, Warte, dann möchte das. ich aber, ich möchte meinen Chippy für den Abend ausgeben. Dann würfel einen weiteren W6. So, okay. Okay, gut. 5. Dann schlägt es neben eurem Schiff ein. Und ja, die Matrosen schauen so ein bisschen auf das Knister. Es ist nicht nur ein Blitz, sondern mehrere. Das Wasser steht dann auch so kurz in einem ja, plastischen Blau, leuchtet es. Und auf der Oberfläche könnt ihr dann auch sehen, wie weitere weiße Lichtblitze hin und her zucken, auf der Oberfläche tanzen. Und es ein sehr hübsches Lichtspiel gibt. Und ja, man ist dann wohl auch guter Dinge, dass diese Expedition vielleicht noch den ein oder anderen Kniff bekommt, aber ja, die Leute sind erstmal gut gelaunt. Da schickt uns ein Zeichen. Euer Gnaden. Ja. Wir sind ja jetzt an dieser Halbinsel relativ vorbei, wie ich das sehe. Das sehe ich auch so. Wir sollten den Kurs korrigieren, oder? Ich habe schon einen Kurs gegen Nord-Nord-Ost eingeschlagen. Wie viel Grad? 10 Grad. Gut. Dann fahren wir mal. Ja, das Es passt. wird jetzt etwas rauer werden, aber dieses Gewitter, was dort über uns ist, ist ein natürliches und daher war dieser Blitzeinschlag auch ein göttergefälliges Zeichen. Ist also nicht der Sturm von Maraskan. Das ist gut, schätze ich. Allerdings, die von der Mannschaft, die es nicht wissen, die sollten wir es wissen lassen. Durch Moral heben. Ja, ich habe das Jarland eben schon geschrieben. Nach 4 Stunden der kräftigen ja, Seefahrt und dem Zurren in den Segeln, in den Masten, sind die Leute auch sehr erschöpft, sodass man dann eine Pause einfordert. Die ersten Rationen werden dann auch gegessen. Die hat man natürlich schon am Abend dann aufgemacht und dann am Abend irgendwas gegessen. Zwieback, ihr hattet was eingepackt, Jarland? Wascha hat eingekauft. Also wenn es nach mir geht, Ja. Zwieback und Rum, aber sie hatte da ja andere Ideen. Ja, was hast du denn eingekauft für die Leute? Wir mussten, denke ich, unser Essen auch verkochen, denn wir haben ja ganz normale Nahrung eingekauft, keine Fertignahrung. Das heißt, irgendjemand muss dann jetzt den Smoothie nehmen. Ich hatte doch letztes Mal auch gekocht und 7 über, das weiß ich nur. Mein Ja, Kochen. letztes Mal. Wenn das Nein, das das. ist, was du mitgenommen hast, Frosty, dann gilt das Kochen noch immer noch, oder nicht? Nein, Nee, jeden das Tag wird musst du nicht neu jeden kochen Tag gehen. neu gemacht. Okay. Also, ihr habt jetzt folgendes Problem. Das Problem ist, ihr habt eine Ferdi an Bord. Der Ferdi wird sagen, kein Feuer auf dem Schiff.
Es sei denn, Verdaios will seine Prinzipien da irgendwie verraten, das ist auch okay. Das ist kein Verrat an Effard, Frosty, das ist falsch. Genau, weil Effard gefällige Speisen, die über Feuer gefertigt oder aufbereitet werden, die sind immer noch Effard gefällig. Ja, also Feuer ist Zwieback Effard gefällig? Na klar. Nee, ist es nicht. Also Zwieback? Es geht um Dinge ja, aus dem Meer. An Bord eines Schiffes zu kochen, um zu überleben, ist vollkommen Effard gefällig, in jeder Belang. Okay. Wenn ich das verstehe, darf er es nur nicht essen. Genau, der Verdeihers hat noch ganz spezielle Einschränkungen. Aber der Schiff sieht nicht so. Und der wird uns vermutlich sehr konsterniert anschauen, wenn wir hier anfangen, Feuerchen zu machen. Ja, wie wollt ihr denn Feuer machen? Also habt ihr, ich vermute, brennbares Material habt ihr irgendwie mit? Habt ihr einen Kessel oder sowas? Gehört ein Kessel hab nicht zu. Hab ich bestimmt mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, gehört ein Kessel nicht zur 0815 Schiffsausrüstung? Oh. Also ich hoffe, ich kann dir gerne bis nächste Woche nochmal einen Kommentar aufschreiben. Ja, würde ich gerne haben. Schreibt mir die ins Forum und dann könnt ihr euch nachträglich auch nochmal um das Geld kümmern. Lass ich euch jetzt durchgehen. Aber das sind Dinge, auf die müsst ihr achten. Warte, wir hatten uns eine hochwertige Kochausrüstung gekauft. Das ist richtig. Ja. Ist da ein Kessel bei? Ja, ist ein Kessel bei. Natürlich. Nein, wollt ihr ein Lagerfeuer hier an Bord machen oder wie wollt ihr die Sachen heiß kriegen? Also ich würde es so machen. Erstmal bauen einen Steinofen. Wir nehmen einen Eisentopf. Man kann auch eine Pfanne nehmen, kann da drin quasi Kohlen machen und in die Pfanne dann nochmal einen anderen Topf stellen, in den Topf kochen oder nicht. Interessante Idee. Zum Beispiel. Jo, gut, dann würde ich das jetzt so machen. Was ist Effardaios? Haben wir irgendetwas Effard-gefälliges eingepackt? Wir haben trockenen Zwieback. Das ist nicht Effard-gefährlich. Wir haben Rum? Hab's nicht. Nein, wir haben nichts. Ihr habt Wasser gekauft, oder nicht? Euer Gnaden, ihr bestandet doch darauf, dass ihr während der Fahrt Fische fangen wolltet. Und dass wir für euch nichts kaufen müssen. Ei, Also, ich schau mal über Bord. Ich weiß ja nicht. Ja, also das Wasser ist gelb, brockig, so wie es hier immer ist. Schwimmen sogar ein paar tote Fische auf der Oberfläche herum, also... Einfach abgreifen. Ich wollte gerade sagen, Kescher nehmen und los geht's. Bitte fangt mir keine Fischmenschen. Also das Essen schmeckt gar nicht mal so schlimm. Zwei Punkte über, es schmeckt halt ein bisschen versalzen, aber es ist genießbar, glaube ich. Ich muss schon sagen, Wascha, niemand kann so gut Zwiebeln rumtunken wie ihr. Verdammt, was ist das? Ein etwas beleidigten Blick, steht nicht ganz auf, du es ernst meinst, oder nicht? Ich hole ein paar der toten Fische raus und wenn alle anderen gegessen haben, werde ich die zerdrücken und ihren Saft halt auch in dem Topf warm machen und dann einen Tranksegen darauf sprechen, um sie von niedlichen Giftigkeiten oder dämonischen Sachen zu reinigen. Ja, machen wir einen Tranksegen plus 7. Alles klar, der ist aber bei mir auch erleichtert, ne, weil das ja mein Tranksegen ist. Und Grad 0 für dich. Grad 0 für dich, genau. Aber Tranksegen, also das heißt, du trinkst jetzt reines Fischöl, ansonsten ist es doch ein Speisesegen, muss man noch ganz ehrlich sagen. Oder? Ja, das, ich möchte das aus dem Fisch eine Fischsuppe machen. Ja, das ist dann, das ist, also ich wollte gerade sagen, dann ist das ein Speisesegen. Ist kein Grad 0. Ist dann Travia Grad 1. Schauen wir mal, ob das klappt. Würfel mal verdeckt. Ja, ich muss uns, glaube ich, auf einigen Wasser jetzt machen. Ja, Speisesegen. Also das ist jetzt eine Nahrung, das ist kein Tranksegen mehr. Es sei denn, du willst wirklich jetzt nur Flüssigkeit zu dir nehmen. Das ist dann, Fischtran und nicht unbedingt. Also, ja, ist halt Fischtran. Du musst aber was essen. Also ein Speisesegen, das schwert 7 in die Box. Okay. Oder, müssen wir halt gucken, wie genau das dann schmeckt oder nicht schmeckt. Also ich habe gerade 3 in Drückung, deswegen... Entschuldigung, es war nicht in die Box. Ich bin doof. Gar kein Problem, wir haben die Zeit. Ja, dann kannst du mit der Pfanne von Wascha den Zwieback so ein bisschen rauskratzen. Machst du dir da deine eigene kleine Fischschuppe. Die anderen schauen dir zu. Sind auch nicht unbedingt irgendwie neidisch darauf, dass du da die Fische ausgequetscht hast oder machst das eben irgendwie, wenn sie es nicht sehen.
Ja, die 4 Stunden gehen rum. Was macht ihr in den 4 Stunden so? Erholt euch ein bisschen. Ich habe dann sozusagen als Hilfsmutti Washer geholfen, ein wenig beim Kochen. Und Washer stellt natürlich fest, dass Rodrigo absolute Wurstfinger hat und nicht so gut in der Küche zu gebrauchen ist, aber er scheint ja trotzdem helfen zu wollen. Dann würdest du wahrscheinlich zu Hilfsarbeiten wie Schnibbeln und, weiß ich nicht, den Ziwak besonders weich kloppen angehalten, was eben nicht besonders viele Sachen erfordert. Ja, Rashika ist immer noch bei mir. Ich weiß nicht, was für eine Beeinflussung das auf die anderen Mitreisenden hat. Ab und zu würde man wahrscheinlich mal den Kopf oder den Schwanz sehen, aber an sich wäre sie die ganze Zeit an meinem Körper dran. Ich bin ja nur der Captain. Wie anstrengend sind diese 4-Stunden-Schichten für mich? Also für dich nicht so schwer. Du musst halt ein bisschen Befehle brüllen. Deine Mannschaft da sind einfach ziemlich kaputt dann. In dem Fall, hole ich mir Myria und die Knappen von Herrn Bärenheim mal nach hinten und zeige ihr zusammen mit Eva da erstmal ein bisschen, wie man mit dem Steuer umgeht. Okay, du willst jetzt auch am Steuer ausbilden? Ja. Ja, was dir auffällt, auf alle Fälle dann, wenn du mit dem Ritter selber sprichst oder auch mit der Knappin, dass Myrias Ausbildung sehr weit fortgeschritten ist. Also jetzt im Vergleich, im direkten Vergleich von Frieda zu Myria, das mag nicht so sehr daran liegen, dass du ein guter Lehrer bist, eher daran, dass ihr so sehr viel unternehmt und so sehr viel verschiedene Dinge unternehmt. Und Myria auch ein sehr wissbegieriges Mädchen ist, was dann sehr schnell Dinge lernt. Also die gucken sich das dann beide sehr interessiert an, während du das dann da zeigst. In der freien Minute, wo die dann da so ein bisschen am Steuer stehen und sich unterhalten, kannst du dann auch mit Jagold Riedkötter vom Bärenhain sprechen. Er wird selber wenig berichten, hatte dir ja bereits schon erzählt, dass er aus Festum nach Kunchum gekommen ist, beziehungsweise hat seine eigentliche Heimat Pavi verlassen, als das mit dem schwarzen Eis losging. Ja, 4 Stunden später wäret ihr bereit, eine... Entschuldigung. Efferdaus wird noch nach dem Kochen Zeit aufwenden, um selbst eine Hochseeangel zu fertigen. Holzbearbeitung. Nee, das geht auf die entsprechenden Handwerkstalente, also in dem Fall Fischen, Angeln. Achso, okay. Um das zu fertigen? Ja. Und zwar möchte ich... Städtchen einsammeln oder sowas? Ja, genau. Und es dauert... erstmal möchte ich Hochwertiges herstellen und dann möchte ich es danach personalisieren. Das dauert eine Woche. Ja. Okay, und ich brauche 6 THP. Dein Problem, was du hast, auch du musst dich ausruhen. Also würdest du dann nach diesen 4 Stunden, während alle anderen sich ausruhen und du schnitzt und kochst, müsste dann Jalan das Steuer übernehmen. Dann kannst du, so kaputt wie du bist, hast du dich nicht ausgeruht, dann kannst du nicht weitermachen. Also das ist wirklich jetzt eine 24-Stunden-Schicht, beziehungsweise 4 Stunden fahren, 4 Stunden ausruhen, 4 Stunden fahren, 4 Stunden ausruhen. Okay. Das ist schon anstrengend, ne? Mache ich das nicht, aber ich notiere die Werte für die Probe demnächst. Gut. Ja, die nächsten 4 Stunden Fahrt, wo ihr euch wahrscheinlich wieder an der Küstenlinie haltet. Ein Kurs eingeschlagen. Der wird genommen. Ein W20, bitte. Ja, relativ früh nach den 4 Stunden Reisebeginn könnt ihr bemerken, dass sich das Unwetter ein bisschen gelegt hat. Es ist zwar immer noch ein grauer Himmel, kalter Wind, der über das Deck fegt, aber ihr macht gut Strecke. Zumindest zieht das Land sehr schnell an euch vorbei. Und dann könnt ihr ziemlich schnell bemerken, wie euch etwas begleitet mit einer Rückenflosse. Und nachdem die Matrosen erst so ein bisschen schlecht gelaunt waren, können sie dann aber auch erkennen, dass es sich dabei nicht um Haie, sondern Delfine handelt, die euch begleiten. Und während ihr euch gerade dem Verlauf der Delfine an eurem Schiff vorbei anguckt und natürlich habt ihr viel zu tun, müsst so ein bisschen darauf achten,
dass die Segel alle festgezurrt sind und so weiter, könnt ihr dann bemerken, wie sich andere Rückenflossen dazu gesellen, die etwas größer sind. Haie. Das ist nicht gut, oder, Hagenan? Die Delfine schon. Die Haie weniger. Immerhin scheinen hier überhaupt noch Delfine zu leben. Das weist ja darauf hin, dass das Wasser nicht gar so sehr verdorben ist, wie es manchmal den Anschein macht. Und während du das sagst, müsst ihr mit fassungslosem Blick zusehen, wie sich die Haie um die Delfine bemühen. Und ja, nach etwa 10 Minuten der Reise, die Delfine verfolgen euch weiter, die Haie verfolgen die Delfine, könnt ihr bemerken, dass das Wasser blutig wird und mindestens 2 der Delfine von ungefähr 6 Haien zerrissen werden. Die anderen Delfine tauchen dann ab, nach unten und ja, das Wasser ist nur noch blutig, schaumig rot. Um Efforts Willen, haben wir Harpunen an Bord? Kapitän, keine Bewaffnung an Bord. Ach, Mist. Ja, dann brauchen wir überhaupt. Ich meine, die Haie, die kommen hier doch nicht an Bord. Egal, es geht ums Prinzip. Gerade ihr müsst das doch wissen, als Effortgeweihte. Oder vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht, wie man das bei euch an der Westküste so macht. Oh, mein Herr, ich habe letzte Nacht wenig geschlafen. Gar nicht geschlafen. Ich kann hier gerade noch so am Ruder stehen, aber. Ein weiterer Kampf, dafür bin ich zu beschafft. Was heißt Kampf? Kann man irgendwas nach denen werfen, während wir hier fahren? Na, ist doch egal. Vielleicht den Haken von Hakenhans Hand. Wir sollten vielleicht das ein oder andere Auge ins Wasser haben. Vielleicht zieht das Blut noch etwas anderes an. Ja, an der Stelle, wo die Delfine dann zerrissen werden, ihr könnt auch einige Flossen sehen, Delfinflossen, die dann auf der Oberfläche herumtreiben, geht die Reise weiter. Ihr haltet das Schiff höchstwahrscheinlich nicht an, es sei denn, ihr sagt jetzt was anderes. Ja, ja, ihr könnt weiter sehen, dass die Haie sich an der Stelle dann wohl, also die verharren und die Delfine weiter auffressen. Der Mut der Seemänner sinkt. Was einst als gutes Zeichen galt, ist jetzt natürlich umso schlimmer. Und Rico, der so ein bisschen in seiner Freiwache so das Schiff schlendert und sich dann hier und da mal hinsetzt, um vielleicht mit ein paar Leuten zu quatschen, eben ausruhen, wenn man nicht gerade schlafen will zum Ausruhen. Schau doch mal nach, was Helmer so macht. Hat ja auch die Gerüchte mitbekommen und ja, möchte einfach mal neugierig sein, was der Mann so macht. Und ja, will auch sich mal so hier und da hinsetzen, mit Leuten, ein paar Leuten quatschen und mal gucken. Vielleicht will der ein oder andere auch mal die würfeln und den ein paar Heller. Ja, will sich da ganz gerne versuchen, mehr zu integrieren, um das Ohr der Mannschaft zu werden. Ja, du kannst wohl bemerken, dass sich neben dir auch Ugdan Sturmfels, der Alan Fana Boron Akulul, so ein bisschen als Mannschaftssprecher hervorgetan hat. Auf dich wird er selber nicht so zugehen, aber mit den anderen plauscht er wohl das ein oder andere Mal dann in den Segeln und kümmert sich dann um deren Belange, um deren Aberglauben und redet so ein bisschen mit denen. Und dann redet er natürlich auch mal so ein bisschen mit Helmer. Du wirst aber natürlich auch akzeptiert. Der ein oder andere etwas ältere Seemann, der dann etwas erfahrener ist, was du dann auch bemerken kannst, so Polter zum Beispiel oder Felix, die sind dann nicht ganz so dämlich wie andere, die sich da einstellen, die dann ja vielleicht als Halbmatrosen noch unterwegs sind oder Leichtmatrosen, ja, denen du dann sehr viel unter die Arme greifen musst. Du wirst feststellen, dass sie ja, dich akzeptieren, in die Reihen mit eingliedern, weil du ähnlich viel Erfahrung hast wie sie. Vielleicht nicht auf einer Lorche mit diesen Segeln, aber dass du schon unter anderer Takelung mal mitgefahren bist, werden sie auf alle Fälle bemerken. Ja, Helmer ist an sich ruhig, starrt verhältnismäßig oft auch in Richtung des Achterdecks, da wo Jarland und Efadaya stehen, achtet dann auch auf die Reaktionen und wie sie auf verschiedenste Dinge reagieren, zum Beispiel auf das Wetter und den Umsprung, ob das sie überrascht oder ob wie sie auf die Delfine reagieren, wie sie auf die Haie reagieren und spricht dann auch so ein bisschen darüber. Ja, auch wenn Rodrigo von Uchta nichts hält, wird er auch zwischendurch mal irgendwo in der Nähe von Helmer sein, um mal zu gucken, ob man nicht mal mit dem ein bisschen Kontakt aufnimmt, mal
so jetzt hier das eine oder andere sagt, aber man will sich eher ansprechen lassen. Man versucht sich so ein bisschen psychologisch korrekt zu positionieren, um ein wenig ja, in den Fokus zu rücken, ohne dass man sich aber aufdrängt. Ist es vielleicht so eine Art Heilkunde Seele, um das zu versuchen, so ein bisschen passiv anzuleihen, oder ist das völlig unmöglich anscheinend bei dem Mann? Ich würde sagen, es ist eine... Also Schauspiel würde ich nicht sagen. Ich sage mal, es ist eine Überredenprobe. Nicht unbedingt Lügen, sondern das wird wohl eine andere Spezialisierung sein. Ja gut, die habe ich nicht, die andere. Ja, ich überlege auch gerade, wie man sowas titulieren könnte. Also du kannst dich auf alle Fälle, du kannst dich auf alle Fälle dann so dahinstellen und in seiner Nähe arbeitest du ein bisschen und kommt dann auch nach einiger Zeit auf dich zu. Also Helmer, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du eigentlich zu dem Mädchen gekommen? Na, die Kleine ist mir mal im Dschungel zugelaufen. Ist das auch eine von den Geldgebern? Das weiß ich nicht genau. Also ich habe die mal auf Maraskan kennengelernt. Also ich von da geflohen bin. Naja, aber warum ist die hier? Also ist das jetzt Die kocht. Die kocht. Ich hab da gerade geholfen bei meinem Kartoffel, beim Bontoffeln schneiden. Also so. Ja, der Zwieback und ja, etwas mehr Rum könnte man auch ausgeben. Ja, ich weiß, die Männer murren schon. Ich bin da nicht so gut im Schneiden. Ja, ich hatte mich schon gewundert, weil von Seefahrt scheint sie ja nicht so viel zu verstehen. Ich habe gesehen, wie sie geklettert ist. Sieht richtig gut aus beim Klettern, aber naja. Ansonsten mehr als kochen scheint die ja nicht zu können, oder? Wahrscheinlich eher ein Leichtmatrose, ja. Also von dem Können. Mit zu. So ist es. Was mit dem anderen, dieser Magier, der Maraskaner? Ja, den habe ich da auch mal irgendwie gesehen. Der war auch mit auf dem Schiff, aber was da, als wir von da herkamen. So. Und wie lange fährst du jetzt schon unter denen? Auch gerade erst angeworben, ja? Ich fahre jetzt hier, oh Gott, ich glaube seit maximal 2 Monaten zur See, das aber noch nicht mal durchgeht. Seit 2 Monaten? Ja, noch nicht so lange. So, sieht aber schon aus, als ob du verstehst, was du tust. Ja, einige Leute brauchen da mehrere Jahre für, damit sie so viel können wie du. Ich habe da so Leute wie dich gehabt und so Leute, die irgendwas davon verstehen, die mir die richtigen Tipps gegeben haben und nicht einen Dreck erzählt. Ah, naja. Ja, ich habe da auch schon gesehen, du hast da hinten den Knoten gemacht und da habe ich mir angeschaut, ist echt super. Also da tue ich mir natürlich noch schwer mit. Ja, das Problem ist, man muss die kompetenten Leute erkennen, ne? Nicht so, genau. Ich habe das Gefühl, dass der Kapitän hat sich zwar so einen Hut aufgesetzt, aber... Naja, wirklich in den Segeln selber stehen oder mal am richtigen Fleck zurren, scheint er nicht zu können. Ich glaube, die haben gerade keine Ahnung, was die hier so tun. Ich hoffe, wir kommen irgendwo mal an, wo es nicht schwarze Lande ist, dieser Dreck. Ah, blutige See. Von Kontium aus kannst du eben nur in die blutige See stechen, geht nicht anders. Naja, selbst der Ferdi sah mir ein bisschen lapsch aus. Aber ich habe keinen Bock, in Elbe rumzustranden, weißt du, Alter? Ich hab gehört, da ficken sie dich jeden Tag von morgens bis abends in den Hintern. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ich hab da nicht so viel von mitbekommen. Ich hab von den anderen Seemännern gehört, er deutet mal so auf Dagan und Gernot. Das sind Janka, wo so ein riesiger Hummermensch in der Hafeneinfahrt sitzt und der zerbeißt und zerknuspelt dann die ganzen Schiffe, die dann da reinfahren. Ist der Hafen wohl komplett besetzt, kommt keiner mehr rein. Keine Ahnung, was da los ist, aber... Von den anderen Sachen, so. Elberum habe ich noch nicht so viel gehört. Ich habe nur gehört, wenn du da hinfährst, dann, wenn du ankommst in der Stadt, dann kriegst du erstmal zur Begrüßung echt mal Deck in den Hintern gefickt. Das ist ganz übel da, die Gegend. Ja, schon, also wirklich viel übers Festland kommt da nicht. Die haben da irgendwie diese riesige Hecke hochgezogen und bekämpfen sich da wohl mit dem anderen, mit den Araniern. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Muss auch nicht so viel ins Oranische Reich oder im Oronischen Reich rumsegeln. Ich bin viel zwar in der südlichen blutigen See gefahren, aber dann mehr die Waldmenscheninseln und sowas. Kaprabak Waldmenscheninseln oder Kaprabak nicht? Ja, genau. Alles klar. Oder du lässt es einfach mal so stehen? Ja, er...
nick das so ab. Hast du Würfel? Auf was denn? Ob du Würfel hast. Ach so, ob ich Würfel hast? Nee, keine Würfel. Das ist so ein Kartenspiel, aber leider ist es nass geworden und seitdem habe ich mir kein neues mehr geholt. Ich habe es konnte mal wieder vergessen, scheiße. Ja, Karten habe ich, kein Problem. Ich habe hier so ein Inra-Set. Inra? Was ist das? Das ist doch dieses Wahrsagezeug für so Leute, die irgendwie einem was erzählen wollen. Ja, richtig, damit kannst du auch Poltern spielen. An sich das gleiche wie mit Würfeln oder eben mit Karten. Na komm, ja, ich erklär's hier in der Freirunde. Und Rigo zieht zwei Kupfer, los komm, lass Poltern spielen. Und legt ein Kupfer sozusagen dann irgendwie an die Position, wo man sich hinsetzt, dann vor sich hin. Ja gut, er erklärt dir kurz, wie das Ganze dann mit Inra-Karten funktioniert. Und dann wird gepoltert. Na, mein Schatz, was macht ihr hier? Wir spielen ohne Karten. Jetzt muss ich ja nicht mehr schnibbeln. Das ist ganz schön Geld? Spannend. Na klar, um Kupfer. Kriegst einen angesäuerten Blick? Ah, Schatz, das hole ich wieder rein. Ich schwör's dir, das hole ich wieder rein. Nicht so wie die letzten Male, das hole ich wieder rein. Ich scheine nicht so viel Geld zu haben, ja? Ah, das geht schon, das geht schon. Aber wir leben zusammen. Wir leben zusammen, das ist klar, kein Thema. Wir leben und lieben zusammen. Er zwinkert dann. Mhm. Ja, was heißt das? Das hier ist Helmer. Helmer mit der Hakenhand oder so, ne? Cooler Name. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ich bin Wascha. Ja, gut zu wissen, er gibt dir die Hand. Ah, schön, wenn man hier sich ein paar Freunde macht, die wissen, wer die richtigen Freunde sind. Rodrigo würde sich ganz gerne versuchen zu bemühen, sein dritten Kartenspiel, das sich jetzt um 5 Punkte zu erschweren, sozusagen um schlecht zu spielen. Also das heißt, dass er eher verliert. Ja, ist okay. Dann hätte er trotzdem noch 2 Sterne übrig. Er will eher versuchen, dass der andere die 2 Kupfer gewinnt, in der Hoffnung, dass... Ja, du gewinnst. Er ist ein bisschen frustriert, er hat es dir, wie gesagt, gerade erst erklärt, aber ja, du gewinnst Runde um Runde und hast dann irgendwie 3 Kupfer im Plus. Ja, guck mal, Schatz, 3 Kupfer, da kriegen wir schon irgendwo, wo wir anlanden, wieder ein Bier für. Nickt dir zu. Mhm. Für den Wein reicht's auch nicht. Ja, das... Komm, ein Spiel geht noch. Hier, alles oder nichts. Und Rodrigo will sich das Ganze jetzt nochmal um 5 erschweren mit alles oder nichts, in der Hoffnung, ihn da jetzt hier zu reizen und dass Rodrigo dann mit 0 rauskommt.